Das ist ein Vorgänger von Plastik. So schwarze Dinge waren. Ja. Und dann, wie gesagt, dann kriegen sie. Und ich habe hier jetzt auch Plastik gesagt. Und die wurden nachher so unansehnlich. Ich habe die immer sauber geputzt oder meine Frau immer sauber geputzt. Und das war immer irgendwie unansehnlich und so. Und dann habe ich sie geschmirgelt und gemacht und getan. Ne? Das war furchtbar. Die Bagelit-Dinger. Die Bagelit-Dinger. Ja. Und dann habe ich mir jetzt wieder eine schöne Holzbrille gekauft. Ja, dann habe ich doch gesehen, du hast vom Baumarkt den neuen Lack geholt. Genau, und die sieht wieder wie neu aus. Schön, ne? Ja. Das ist die Qualität. Die musst das du mir mal zeigen, Herr Schröder. Ja, so, die Holzbrille? Kann ich die mal sehen? Nee, ja, die muss ich ja abbauen. Denn. Oder nein. Sie können da hinkommen. Da nehme ich Eintritt. Ja? Ja, logisch. Das muss ich doch irgendwie bezahlen. Darf ich denn da auch mal scheißen nehmen? Womit? Auch darf ich da auch mal scheißen? Ne? Ja, du kannst ja im Gegenzug bei mir auch mal scheißen. Ja. So. Nee, ich mach die Brillen immer kaputt. Ja. Ach du warst. Warst du da? Nein. Warst du doch, nicht, ne? Ich freu doch gar nicht auf den Nee. Alles gut. Ja, moin, wir sind, glaube ich, wieder auf Sendung. Ja. Herr Schröder ist hier mit seiner wunderschönen DKW. Ne? Ja. Und wir wollen die heute mal zum Laufen bringen, die hat lange gestanden, obwohl die ja richtig durchrestauriert ist, ne? Ist ja eigentlich alles gemacht an der Maschine, Herr Schröder. An sich ja, wir sind schon mitgefahren. Ja, wir sind schon mal mitgefahren. Mal sehen. Aber die hatte mit ein bisschen Schwierigkeiten beim Starten, ne? Ja. Vielleicht aber ich glaube auch, dass ich da nicht die richtige Zündkerze... Ich hab auch noch so eine dicken Zündkerzen, die da reinkommen. Nee, so dick ist die gar nicht. Ja, aber ich habe ja ganz viele verschiedene. Ja, aber das ist es nicht. Das ist nicht das Problem. Ich habe da eine Iridium reingedreht. Ja, das mögen die ja nicht. Das mögen sie nicht. Und die wahrscheinlich wehrt sie sich dagegen. Die Iridium sind ja eher so für elektronische Zündung. Ja, aber der Zündfunke soll besser sein für die Verbrennung. Aber nur, wenn du eine elektronische Zündung hast und nicht eine Batteriezündung. Das weiß hast. Ich nicht. Das sag ich dir aber, jetzt aber mal. Aber was ich genau weiß, dass der Elektrodenabstand. Nein, ich meine jetzt oben den Stecker, den Zündstecker. Ja. Der darf keinen Widerstand haben. Nee, deswegen hast du ja hier so. Deswegen habe ich den Draht dran gemacht. Das haben die früher ja alle so gehabt. Die hatten ja gar genau. Keine Stecker. Und der stört natürlich, wenn ich hier jetzt bei Herrn Feldmann vorbeifahre, dann habe ich das im Fernsehen oder im Radio. Und das ist ja was Schönes, ne? Ja. Die schönen Striche da drauf. Kann man die Leute ärgern? Immer ja, logisch, immer hin und her fahren. Ja. Und dann hilft sich kein Bild. Mhm. Aber guck mal, was ich mitgebracht habe. Ach, du hast eine Kerze mit? Ja, ich habe ja. Ich bin ja weise. Ah. Und vorausschauend. Die ist ja noch richtig schöne alte Kerze, du. Die ist von 1956 oder 55. Mein Baujahr. Das ist dein Baujahr. Mhm. Aber die sieht besser noch aus. Wie ich? Ja. Das hast du schon mal gesagt. Das ist beleidigend, Herr Schröder. Nein, das ist gut so. Alles gut so. Ja, nee, die sieht aber wirklich schön aus. Die ist doch nicht gelaufen, ne? Das weiß ich nicht. Nee, die sieht so neu aus. Nee, die ist neu. Die war im Fundus mit drin. NOS sagt man dazu. In Englisch New Old Stock. Neu im alten Lager. Ja. Die war im Fundus mit drin hier. Ach, die war mit dabei. Ja. Also wenn der Esel hier nicht will, dann drehen wir die mal rein. Ja. Würde ich sagen, ne? Ja. Ich sagte, nimm die mal mit. Denn ich weiß das Problem ja. Ich weiß das ja. Aber wir hatten sie ja laufen. Und wir sind die Uhr habe ich ja auch schon verloren, wie ich gefahren bin. Ja, das ist der Beweis, dass du gefahren bist. Ja, logisch. Ich bin selbst damit schon gefahren. Ja, das weiß ich. Und da waren die Gänge so komisch. Dann wusste ich nicht, wie man die, wo der erste ist, wo der zweite ist. Dann rührst du da rum. Ja. Aber da muss man sich mal schlau machen. Das ist doch vier Gänge, hat die doch. Ne? Vier Gänge, ja. Das ist selten, ganz selten vier Gänge. Da gibt es, glaube ich, nur 500 Stück von. Oder gab es, ich weiß nicht, wie viel das jetzt noch. Jetzt gibt es ja gar nicht mehr so viele davon. Nee. Das ist ja die 350 Sport, steht hier. Ja. Baujahr 33. Ja, und ganze 11 PS. Ja, ist nicht viel, ne? Sagenhaft. Ja. Ja, und was wiegt so ein Teil, du? Was wiegt die, weißt du das? Nee. Doch mal hier, das steht bestimmt hier drauf. Müssen wir nachgucken. Auf dem Typenschild steht das hier drauf. Das muss man doch sehen können, doch.
Da steht Gewicht, aber da ist genau die Feder vor. Ja, dann müssen wir sie ausbauen. Die Deppen. Da, jetzt kann ich lesen. Da steht 150 Kilo, das glaube ich aber nicht. Ja, 180 Kilo wiegt die Maschine. Ja, und dann ist Eigengewicht 150. Ja. Aber 180 ist ja noch leicht. Die sieht ja viel schwerer aus. Ja, aber das ist ja auch ein Rahmen. Guck mal, die haben sie hier schon geschweißt. Das ist ja auch ein Pressrahmen, ne? Mhm. Oh, der war da mal kaputt, was? Ja, logisch. Ja, muss man sich vorstellen, was die früher für eine Straßen hatten. Ja. Die hatten gar keine richtigen Straßen. Ach, was, das waren war Feldwege. Ja, ja. Und dann so mit Schotter. Meinst, was die schon alles mitgemacht haben? Ja. Kurz nach dem Krieg und so weiter. Die hat ja bis 1956 ist die ja gelaufen. Ja, bis 56. Bis 56. Ja. Und dann hat er sie auseinandergeschraubt. Ja. Und dann lag sie in Teilen. In Teilen, alles so 15 Jahre im Keller. Ja. Und dann hast du die ja gekriegt. Und dann habe ich sie bekommen. Hast sie zusammengebaut. Ja. In 1000 Teile. Ja, aber da musste ich mich ja unheimlich schlau machen erstmal. Um überhaupt die Maschine kannte ich ja gar nicht. Nee. Um alle diese Feinheiten und diese Ersatzteile und so weiter, die gibt es hier alles gar nicht mehr. Da habe ich mich viel zu meinen Brüdern und Schwestern hinbegeben, genau. wenn man das so will. Und da ist alles zu finden. Da war ich dreimal in Bützow beim DKW-Treffen. Und da habe ich mir die Unterlagen bzw. die Fotos geholt, wie das zusammengehört. Und da haben sie mich unheimlich unterstützt, damit ich das überhaupt aufbauen konnte. Ne? Mhm. Hier bei uns gab es ja nichts mehr. Ja, und wenn was fehlte, wir haben ja auch viele Teile so nachgefertigt. Ja. Ne? Ja. Alles möglich. Vor allen Dingen Dresdner Ecke. Ja. Da wurde viel gemacht. Schön. Und da habe ich auch, wie gesagt, die ganzen Halterungen hier, die waren verschwunden hier von dem Fußrasten, die waren nicht da. Mhm. Und ach, was war nicht, waren 1000 Teile waren nicht da. Nicht? Also so Kleinkram alles. Und nur. Die hat Herr Schröder selber gebaut? Nein, die nicht, die waren... Ja. Die Der ist selbst gebaut, das siehst du. Ja, das kann sein. Das sind... Das kann sein, aber glaube ich nicht. Du verschämst meine Bremse nicht. Da war ich noch und hast du gesagt, da hast du mich noch gefragt, ob ich dir die Kugeln anlöten kann. Ja, das weiß ich doch. Ja, aber das war selber, da. Ja, das kann siehst ja du sein. Doch, die selber gebaut. Das ist, ja. Ja. Schön. Die sollen ja eigentlich so aussehen wie diese hier. Ja, genau. Ja. Nicht oder haben wir die auch selber gebaut? Die haben wir auch selbst gebaut, ja, natürlich. Und den verchromen lassen. Das hat einen Aufwand, Herr Schröder, ne? Ja. So? Ja, das gehört aber dazu, ne? wenn man schon was macht. Erinnerst du dich, wie wir hier diesen, wie wir den zu fassen wir hatten? Einzelteile. Die haben wir in Einzelteile, die Teile alle zusammen auseinandergeflöht. Und dann habe ich mindestens 3 Wochen damit vorm Fernsehen abends immer geguckt, wie die Teile zusammengehörten. Ja. Diese Federn und dieses alles, das ist also... Gigantisch ist das gewesen. Ja, ne? Ja, das war und wir haben immer wieder das kann nur so sein. Nein, das kann nur so sein. Nein, das kann nur so sein. Und so sind wir immer. Wir haben ihn aber nie zusammengekriegt. Und auch hier mit dieser Einstellung. Ne? Ja, das ist ganz kompliziert alles. Hier, guck mal, hier mit dieser, da mit dieser ja, wenn Gelenk. Wenn du hier so einen ganz dicken mitnimmst, dann kann man das einstellen. Wie stark die Federung ist. Wie stark die Federung ist. Ne? Und das ist so kompliziert hier mit den. Und wie gesagt, ich habe nur die Ersatzteilliste beziehungsweise die Listen für die Teile bestellen. Teile, da zusammengehören. Ne? Ja, das ist ja keine Explosionszeichnung. Das sind nur so Einzelteile gewesen. Ja. Und dann musste man raten, wie das zusammengehört. Mhm. Und daran konnte man ja immer gucken, was fehlt. Ja. Das fand ich ja auch immer ganz gut. Ja, das habe ich denn alles, was rot angeschaut, hat alles gefehlt. Ich habe das ja zum Beispiel, und sowas finde ich ja immer gut und sehr hilfreich. Guck mal, das ist jetzt von BSA, so ein Buch. Ja. Und da kann man immer ziemlich genau sehen, wie was zusammengehört. Da siehst du, da ist es eindeutig. Ja, und da kann man genau gucken, so und so und so, dieses Teil kommt dann an diese Stelle. Das ist schon viel hilfreicher, wenn man sowas das hat. Das ist aber viel später gibt. Ja, das ist 50er Jahre. Siehst du wohl. Und so hatte man das früher. Mhm. Da hat man wahrscheinlich mehr Kenntnisse vorausgesetzt. Kenntnisse? Ja. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Die haben da früher einfach nicht dran gedacht, Rolf. Meinst du das? Ja.
Guck mal, aber schön, da. So ein Buch, ne, was da alles ist. Ne? Guck mal, der Schlauch. Ja, ja, da ist fast Felgenband. Das ist die Gabel, toll. Das ist die Gabel? Mhm. Klasse. Hier, die haben gefehlt. Die hast du noch besorgt. Ja, genau. Die haben wir bei eBay gekauft. Ja. Weiß ich noch. Die hast du gekauft. 70 Mark. Nee. 77. Das weiß ich genau. Hab ich ja. Die Rechnung habe ich noch. 77 Euro. 77 ja. Euro. Das waren hier die Teile. Hier. Ja. Diese. Der Lenkerhalter da. Die Lenkerhalter, die fehlten. Die fehlten. Ja. Und der Jan, von dem ich sie gekriegt habe, der hat gesucht, also er hat immer wieder, ich habe ihn immer wieder auf den Zahn geführt. Ich sage, du musst morgen im Keller gucken, da liegt bestimmt noch. Hat er aber nicht, ne? Doch, er hat immer wieder, aber, ja, aber hat er nichts gefunden. Hat er ne? nicht gehabt, ne? Nee. Ja, Herr Schröder, das war ja auch irgendwie so ein kleiner Glücksgriff. Da kam noch einer auf dich zu und der sagte doch. Nein, 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 Moment mal, das war anders. Was? Ich war auf der Suche. Ich war gerade fertig mit meinem Franzosenkram. Mit der Thomann. Mit der Thomann. Die stellen wir auch noch mal vor. Ja. Die ist von 1900? Die ist von 1925. Noch älter. Ja. Die haben wir aber auch fit gemacht wieder. Die haben wir fit gemacht. Den Motor auseinander ja. gehabt. Die ja, da hatte ich ja nun unheimlich viel Unterstützung. Sohnemann, der ist bei Hell. Ja. Und da wurde ein Verkäufer bzw. ein Vertreter in Paris in Ruhestand geschickt. Mhm. Ich sag, Michael, da musst du was machen. Ich habe einen Franzosen. Ich sag, ich brauche Unterstützung. Der sollte dir helfen bei der ja. Übersetzung und so. Weil ne? Übersetzung ja. Und so weiter. Und hat er den ganzen Kram. Und dann hat er ihn dann verabschiedet. Und dann hat er den Ronald, heißt er, hat er gefragt, ob er das für mich machen würde. Und er hat alles besorgt für mich in Frankreich. Ja. Der hat sich darum gekümmert. Ne? Die Tankembleme. Alles, alles. Der konnte mir den OT geben, der konnte mir die Zündkerzen geben, der konnte alles. So, und jetzt zu dieser Maschine. Und da war ich gerade mit fertig. Mit der Thomann, ja. Mit der Thomann. Mhm. Und hatte nichts zu tun. Ja, du suchst ja immer wieder nach neuen Aufgaben. Ne? So sieht das ja. aus. Und dann habe ich das hier im Dorf rumkrakeelt. Ich sage, Mensch, ich brauche was zu schrauben. Hast du nicht was? Und dann kam Eckert auf mich zu. Genau. Ne? Ja. Eckert, der hat dann gesagt, ja, meine Schwester, die hat noch eine alte Maschine unten im Keller liegen. Er weiß aber nicht, welche. Mhm. Ich sage, du, das ist mir egal, sage ich. Und ich sage, da, lass uns mal gucken. Besetz die mal, sage ich. Ja, ja. Ja, und schon sind wir ins Geschäft gekommen. Mhm. Und dann sind wir dann, ich habe sie unbesehen, so einfach so mitgenommen. Und vom Preis ist geschenkt, wenn man das so will. Ja, das war ja auch und die schon, waren sehr, sehr großzügig. Die Teile waren ja auch schon lackiert teilweise. Ja, ne? Die waren alle lackiert. Ja. Lackiert war alles, der Chrom war fertig. Bloß der Motor musste noch gemacht werden. Und naja, die Speichen haben wir erneuert. Ja, und Motor, Vergaser. Motor, Vergaser. Lichtmaschine, und so. Zündung, das ne? haben wir auch alles gemacht. Das ist ne? alles gemacht worden, ja. ne? Mhm. Aber ja, die, wie gesagt, die Grundeinstellung, das war top, war das. Ja. Bloß in 1000 Teile. Ne? Ja, und es sind so viele Fehler. Verloren gegangen. Ja. Mhm. Er ist in den 70er Jahren, das weiß ich genau, ist der Herr Bremer, von dem ich die Maschine habe, der hieß Karl Bremer, aber der war verstorben. Der hat dieses aber angefangen, zu in den 70er Jahren ja. zu restaurieren. Ja. Und ist darüber hinweg gestorben. Mhm. Und dann hat seine Frau hat die bei sich in den Keller gelegt. Und da lag sie dann eben so lange. Ja. Ne? Das ist ja gut, war, dass sie denn zu dir gekommen ist. Die war 78 Jahre in der Familie der Familie Bremer. 78 Jahre und 175 Tage. Oh, hast du nachrecherchiert? Das habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben und so, ja. sonst hätte ich das ja nicht so. Aha. Und gekauft habe ich sie 2016. Ja. Und noch bis 1956 lief die Maschine, ne? War die immer in Betrieb, ne? 56. Ja. Bis 56 war sie in Hamburg angemeldet. Das war so. Ich weiß nicht, wie er die versteckt hatte. Er muss sie ja versteckt haben, weil normalerweise wurden solche Maschinen ja. alle von der Wehrmacht eingezogen. Ja, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er sie. Es gibt so viele Leute, die haben ihre Hab und Gut, die haben das manchmal verbuddelt, die haben extra noch eine Mauer. Ja, ja, gemauert. Und da findest du viele Oldtimer drin. Die haben sie abgemauert, hinten in der Garage, und da standen sie. Da hat kein Mensch was von gewusst. Jetzt haben sie gerade wieder, habe ich gesehen, so eine alte 200er Zündapp gefunden. Ja. Auch ganz, also uralt und ganz toll noch erhalten. Ja. Und die war auch so hinter so einer Wand. Eingemauert. Nicht so eingemauert, einfach so hintergestellt. Ach irgendwo. So. Hinter so aber musst du mir vorstellen, so 100 Jahre altes Motorrad, dass man sowas denn wiederfindet, ist doch irre. Ne? Toll. Ja. Ja, die haben sie versteckt. Die haben sie versteckt, sonst kann das nicht angehen. Nee. Und 56, wie gesagt, ist in den 70er Jahren ist er dann angefangen mit der Restaurierung und hat das nicht mehr geschafft. Und dann hat die Witwe das übernommen und dann lag sie da im Keller jetzt nicht. Oder die haben sie auch vergraben, teilweise Sachen. Ja, ja. Aber die war ja bildschön. Siehst du ja, die ganzen Teile, die Chromteile. Außer Lenker, nicht? Er hatte schon, dieses ist ein französischer Lenker von einer Peugeot. Aha. Und die ist fast identisch. 100%, also, dass er so ein bisschen tiefer ist. Ja, ist ja die Sport. Bisschen, der muss ja, das ist ja so ein Rennlenker. Ganz toll. Mhm. Den habe ich in Frankreich geholt. Aha. Den hat Eckert mir auch noch besorgt, weil er Französisch spricht Das war alles und nicht diese so Brille hier, das hast du ja selber gemacht. Das habe ich selbst gemacht, ja. Ja, ganz toll gedengelt, alles aus Blech. Das ist aus Kupfer, ne? Ja. Das ist schön geworden, Herr Schröder. Mhm. Und dann lackiert, ne? Das ist lackiert worden. Ja, schön. Alles in dem gleichen Rot. Das ist auch neu, ne? Das ist neu, ja. Das fehlte ja. Das ist die Einstellung des Lenkkopfes, so ein bisschen die Stärke, ne? Ja. Mhm. Ja, und ein paar Gabeln fehlten hier und von den Dings. Also das habe ich denn alles nochmal nachträglich hier, diese Übergangdinge, die habe ich in Polen gekauft hier, diese. Verrückt. Ja. Ja. Aber es gibt ja auch immer noch Leute, die für dieses Motorrad auch Teile nachbauen. Die werden so Schutzbleche, weiß ich, die werden nachgefertigt. Ich meine, solche Teile könnte man ja selbst nachbauen, ne? Wenn man das so will. Ja. Aber diese Lenkaufnahmen, das war schon ein bisschen kompliziert, ne? Mhm. Da hatte ich auch mal überlegt, ob ich das nicht selbst machen wollte. Ja, nicht? Das war aber wir sind ja fündig geworden, ne? Ja. Und die kennen natürlich ihre Preise, nicht? Und das ist ja auch teilweise berechtigt, ne? Ja. Aber unter Schraubern macht man das. Gut, ich gebe immer viel zu gerne und viel zu liebevoll ab. Ne? Also ich bin nicht der Mensch, der da. Ich will da ja nicht von. Ich will nur Freude machen. Du willst ja nicht reich werden, Herr Schröder. Nee, ich bin ja reich. Mhm. Vor allen Dingen an Erfahrung. Ja, ist doch so. Ja. Und mehr kann man doch nicht verlangen, ne? Ja, ich hätte die Lust mal zu starten. Das wäre toll, wenn wir können uns das noch mal angucken hier. Ja. Guck dir mal meine schönen. Was hat er denn da? Du? Meine schönen Taschen. Ja, ich habe da schon. Die habe ich mir extra bauen lassen, weißt du das? Bauen lassen? Ja. Ja. Damit das alles authentisch ist, ne? Ja, ja. Habt ihr da reingeguckt? Ich habe in die Seite habe ich schon reingeguckt. Da und dann guck mal, schön ausgekleidet hier, damit das nicht so verdengelt. Das hast du von mir gekriegt hier. Ja, das ist von der Feldmann. Ja. Das ist doch schön, ne? Das ist ja nicht so, dass ich auch, ich gebe ja auch gerne. Er ist mit integriert. Ich nehme ihn denn mit an Bord. Ja, ich gebe ja auch gerne was. Ja. Besonders für Herrn Schröder. Das kommt ja auch gut an, ne? Ja. Das heißt, guck mal, was da steht. DKW. Ha? Deutsche Kraftwerke. Nein. Mit Deutsch hat das nichts zu tun. Nein, sag. Dampfkraftwagen. Ach genau, so war das, ja. Dampfkraftwagen. Ja. Und was heißt BSA? Wie? BSA, weißt du das? Britisch. Nee, auch nicht. Nee? Nee. Nee. Das hat nichts mit Britisch zu tun. Ja, das ist doch gut. Also, dann ergänzen wir. Birmingham. Birmingham. Ach ja, das ist von Birmingham. Und dann Small Arms. Small Arms heißt klein. Kleiner Arm, oder was? Kleine Waffen. Arm heißt Waffe. Arm heißt Waffe, wusste ich nicht. Die haben früher angefangen, Kleinwaffen. Und ja, das ist ja an dem Emblem. Das sind diese drei Gewehre. Ach, die haben Dampfkraftwagen gebaut, wa? Ja. Guck mal hier, Herr Feldmann. Schönes altes Werkzeug, du. Den habe ich selbst gebaut. Den hast du zusammengeschweißt. Ja, logisch. Ja.
Habe ich ja auch schon gemacht. Die Maße sind nämlich genau im Ersatzteilbuch angegeben. Ja, und dann habe ich mir solche Schlüssel gebaut. Weil es den ja nicht gab, hast du dir einen gebaut. Ja, logisch. Wie hast du den denn zusammengeschweißt, Rolf? Habe ich hier bei dir zusammengeschweißt. Oder war ich das? Oh, guck mal hier, den habe ich mir selbst gemacht. Da siehst du das. Oh ja, schön. Du bist ja früher Werkzeugmacher gewesen. Ich bin Werkzeugmacher. Ja. Ich bin nicht früher, ich bin Werkzeugmacher. Nein, du bist gewesen. Nein, weißt, ich habe das nicht mehr weitergemacht. Mein gelernter Beruf ist Werkzeugmacher. Aber du hast ja den Job verlassen und deswegen bist du ja geworden. Aus Armut, Heizungsbauer geworden. Ja, weil es gab nichts zu verdienen. Nee, das stimmt. Ich muss mal aufs Telefon. Kannst du dich noch an die Weihnachtsfeier erinnern? Welche? Unsere? Ja, Ja. Wieso fragst du? Wie soll ich sagen? Kannst du dich an eine kaputte Klobrille erinnern? Ich? Ich war doch nicht bei dir kacken. Nee? Nein. Aber wir kriegen das noch raus, mein lieber Freund. Ja. Ja, nee, Schröder war auch da. Wir rätseln hier immer. Am nächsten Tag bin ich dann doch runtergegangen, hab ich schön gepennt und dann bin ich runtergegangen, setze mich aufs Klo und da ist die Brille im Arsch. Das schöne von schöne Villeroy-Bosch-Klobrille. Villeroy und Bosch, ja, hab ich auch zu Hause. Das ist teuer. Teurer Kram. Ja. Nee, dann warst du das nicht. Nein, ich war's nicht, das hätte ich noch gesagt. Ja. Aber hier, sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Eisschlitten? Wann soll das denn mal losgehen? Ja, ich habe heute keinen erreicht wegen dem Eisschlitten. Aber wir wollen den unbedingt abholen. Vielleicht können wir das am Donnerstag machen. Ja, das wäre doch gut. Also, ja. Und dann können wir auf deiner Überschwemmung da mal fahren. Also das ist der Oberkracher da, echt. Das ist geil. Ja, gut. Das ist nicht gefährlich. Da kannst du hier nicht einbrechen. Ja, das ist aber ganz schön gefährlich. Wenn man einbricht, dann stoppst du nämlich von 0 auf 100. Das hat er schon mal durchgemacht. Ja, und das hat er schon mal mit durchgemacht. Und dann habe ich mir die Rippen gebrochen. Ja. Und das Lenkrad abgeknackt mit meiner Brust. Das ist gefährlich, Nils. Ja, das weiß ich. Wie lange soll es denn noch frieren? Ja, ich wünsche mir das ganz lange. Bis denn. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Nils. Ja, das war Nils. Ja, Herr Schröder. Ja, Herr Feldmann. Wir haben ja schön schon was erzählt zu dieser Maschine, ne? Ja, ein bisschen, ne? Finde ich toll. Dieses Löchlein habe ich da reingemacht. Da ist ein Gummifroppen drin. Mhm. Und wenn die Schwungscheibe... Zum Zündzeitpunkt suchen. Richtig. Dann habe ich immer, wenn der rote Punkt da erträgt, dann weiß ich, aha, ich habe OT, also Minus. Ja. Minus Vorzündung, ne? Ja. Da ist er genau richtig. Mhm. Ich hoffe ja auch, dass die Zündung stimmt, Herr Schröder. Aber sie springt ja eigentlich an. Wir wollen die mal zum Laufen bringen, finde ich. Was ist der denn hier eigentlich noch? Ist das Dekompression? Das ist Dekompression, ja. Lass uns doch erstmal die Zündkerze rausschmeißen. Von vornherein? Ja. Ja, und dann gucken wir uns den Funken mal an. So sieht das aus. Das ist eine gute Idee. So fangen wir an. Ja. Wollen wir denn dein Bordwerkzeug nehmen? Ich brauche eine kleine Zange, Herr Schröder. Mal sehen, ob wir das. Eine Flapp-Tange habe ich nicht. Siehst du? Du wirst jetzt schon aufgeschmissen. Hallo, komm, hör auf. Ich habe alles. Ja. Erzähl mir nicht, du. Nein, wir wollen mal versuchen mit deinem Werkzeug. Ja, das klappt. Na, dann brauch ich machen nicht. Sie, da ist auch noch was. Brauche ich nicht mein Werkzeug nehmen. Nun machen Sie mal, Herr Ja, Flapp. Hier, die. Ich mache das mal hier lose. Das hat nämlich so eine Rändelschraube hier. Habe ich losgekriegt, Herr Schröder. Ja, gutes Werkzeug. Ja, die habe ich mal von Herrn Feldmann gekriegt wahrscheinlich. Ja, so eine alte Flapptang habe ich ja gar nicht mehr. Nee. So, das ist das Zündkabel hier. Das ist auch der Zündkerzenstecker. Das ist ja so, das ist aber noch original so angelötet. Das ist toll gemacht, finde ich. Und früher hatten die das eben so, ohne Zündkerzenstecker. Ja. Wenn du früher, dann bist du mal gegengekommen. Der schöne alte gefeuert gekriegt. Das ist uralt. Ja. Der ist uralt, der Schraubenzieher. Mhm. Das gehört einfach zusammen. Ja. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier die Zündkerze rauskriegen. Ja,
Die müsste passen. Habe ich geschafft, Herr Schröder. Sehen Sie, Herr Feldmann, ja. Manchmal haben Sie Glück. Nee, das ist auch Wissen. Hohes. Ja, du. Ja, ja. Nee. Gut, so. Alles gut. Ich möchte nicht wissen, oh, die sieht ja. Ach, das ist so eine Iridium. Ja. Die soll ja immer so einen Abstand haben, 06, 07. Nee, nicht so viel. Die Schwäche von 04 bis 05. Die hast du ja schon ganz platt gemacht. Hast du schon eingestellt, wa? Ja, guck doch mal nach, wie viel hat sie denn? Hast du denn? Soll ich das mal überprüfen? Ja, gerne, Herr Feldmann. Gerne, Herr Feldmann. In deinen Unterlagen? Du brauchst dir keine Unterlagen. 04, 05. Dann ist Woher das, weißt du das denn? Das habe ich im Kopf. Und das steht aber in den Unterlagen. Das steht da drin. Ah, gut. Wir müssen Herrn Schröder glauben. Ja. Ich hole jetzt mal eine Auch wenn es schwerfällt. Ich hole eine Fühlerlehre. Ja, der hat 05, 06 hat er. So. Ja, dann passt das doch. Ich vertraue dir mal. Ja, ja. Außerdem ist das auch manchmal gar nicht so wichtig. Nee. So, da scheißen wir mal drauf. Genau. Ich will aber jetzt will ich aber einmal den einmal drehen, ne? Den Zündfunken sehen, ob ja. das ob ein schöner ob er da ist. So der Funke da ist. Mhm. Oh, der Funke aber gut. Ne? Ja, also, alles hier. Gut? Ja. Die Patronen, die da unten drin sind, die habe ich auch alle neu gekauft. Patronen? Ja, die heißen so. Ich weiß auch nicht warum. Patronen? Das sind Kondensatoren. Ja, aber da ist der Zündtrafo drin und ja, die nennen sich so kleine Patronen, weil die so blöd aussehen. So. Kondensatoren sind das. Ja, aber die hat Stammer noch, ne? Kondensatoren, die sind dafür da, um den Zündfunken zu verstärken. Ja. Ja. Weißt du, was wir jetzt mal machen, Herr Schröder? Nee. Ich will mal. Haben wir jetzt nicht hier? Ich will mal. Starthilfe? Ja. Ja, das machst du doch aber jetzt schon. Von vornherein, dass ich da mal weiß. Denn überschlägt er sich ja, der arme Kerl. Ich sprühe da mal was rein. Ne? So, und jetzt drehen wir die da mal rein. Aber soll ich mal überlaufen lassen? Ja, das kannst du ruhig schon. Doch, ist ja schon. Ich habe ja schon getippt vorhin. Ach so. Ich habe ja schon ein bisschen rumgefummelt hier. Ach so, du hast dich schon warm getreten, oder was? Nö. So. Kerzenschlüssel. Wo war der denn jetzt, der Kerzenschlüssel? Ach, den habe ich hier in der Hand. Ja, halt's Maul. Jetzt kommen hier die Unterlegscheiben wieder hin. Eine so. Eine so. Und eine über. Und eine da drüber. Die hast du auch von mir. Die Nein. Ich habe auch ein bisschen was. Komm. Die sind von mir. Herr Feldmann, die habe ich, das weiß ich genau, die habe ich von meiner Firma mitgebracht. Da habe ich so viel von dem Messingdinger. Ja, ja. Wie viel hast du denn davon? Ja, nicht zum Abgeben. So viel habe ich auch nicht. Ich dachte, ich kriege jetzt mal welche. Ja, nein. Du. So, dann können wir die mal runter machen. Die? Ja. So, jetzt steht sie unten. Guck mal, wie schön die steht, ne? Ja. Hupe, Zündung ist an. Getippt haben wir ja. Ja. Er muss nicht angezogen sein, ne? Ja, das ist mal so und mal so. Ich glaube, so ist er. Ist jetzt, er hoch. Jetzt da oben und so ist geschobt. Ja. Das ist mal der Mittelstellung. Ne? Ja, ist genau. Das gut. Doch, die wollte schon. Ja. Das ist ein gutes Zeichen gewesen. Ja. Das war der Startpilot. Ja. So, verdammt. Ist die Zündung an? Ja. Herr Schröder, das stimmt was nicht. Ja, ich kann das da nichts dran machen. Nee. Du, was meinst du, Rolf? War das früher schon mal. Willst du den haben? Nee, ich hab doch hier. Ach so. Meinst du? War das früher, wenn man so ein Motorrad gefahren hat, ne, war das mehr Mittel zum Zweck oder war das zum Vergnügen?
Das war nur an sich nur Mittel zum Zweck. Ja, ne? Das waren alles unheimlich fähige Leute. Dieser war Meister in so Industriebetrieb. Ne? Da waren normale Leute, waren nicht in der Lage, das zu fahren. Nee, ne. Weil du musstest technisches Verständnis haben, musstest natürlich auch keine Angst haben, um dabei zu gehen. Das klappte ja nicht so. Konntest du nicht auf den Knopf drücken. Und meinst du, die waren nicht zuverlässig, die Maschinen? Ja, doch. Aber wenn die natürlich so lange stehen immer, das mögen sie alle nicht. Die wollen auch ein bisschen bewegt werden. Ja, die Kerze ist nicht unbedingt nass. Das heißt, der Vergaser, irgendwas ist da nicht richtig. Die kriegt keinen richtigen Sprit, glaube ich, du. Aber überlaufen tut er ja. Ja, das ja. Aber das da richtig vergast, so wie er das soll. Ich würde den jetzt mal abschrauben. Ja, die 10er Schlüssel. Ja, wo ist denn dein 10er Schlüssel? Ja. Wir wollen das ja alles mit deinem Werkzeug machen. Ne? Ja. Solche große Reparatur mache ich ja nicht. Mal sehen, ob wir damit klarkommen, du. Das ist auch ein 11er, ist das? Ja, siehst du. Aber geht, ich krieg das. Na, siehst du, also. Ja, das ist vorbei mit 10, ne? Ja. Damals früher ist noch. Und die 13, das sind 14, ne? Ja. 11er Schlüsselweite war ja nicht M6, sondern M7. Ja. So. Gib mir mal den Luftfilter auf dem Kopf. Gerne. Guck mal, das ist auch M7. Ja. Ganz was Seltenes, M7. Ja. Oh, die Mama. Da haben wir nicht viel von. Oh doch, die kann man noch kriegen, 7 mm. Ja, natürlich. Ich habe auch Gewindeschneide im Sinn. Ja, weiß ich ja. Du bist gut ausgerüstet. Was ist da Seegras drin als Luftfilter? Sieht aus wie Seegras. Ja, nee, das ist Stahlwolle. Stahlwolle? Herr Feldmann. Das muss ich. Die kann man selbst machen. Geht? Alles Gute. Bei mir ist nichts verstopft. Höchstens die Düse da drin, das kann sein. So, jetzt machen wir hier nämlich mal Startpilot rein. Und dann wollen wir mal gucken. Das wird doch gelacht, ne? Feldmann? Die muss. Wir haben schon ganz andere Schweine geschlachtet. Auf jeden Fall. Und das Gute ist ja auch, Rolf, wir geben ja nie auf, ne? Nee, du? So schnell nicht, ne? Nee, das machen wir nicht. Nein. Mein Onkel, früher Onkel Heini, der hatte eine 57er Wanderer gehabt. Ja. Oh, 57? Ja, ganz toll, mit V-Motor. Ja. Und die sind ja auch mein Opa auch, der hatte auch ein Motorrad gehabt. Ja. Und wie hieß sein anderer noch? Onkel Benny, der hat auch ein Motorrad gehabt. Die sind früher immer so. Ja. Aber das war schon so, dass die aus Spaß gefahren sind. Die hatten da Bock drauf gehabt. Ja, natürlich. Das waren auch sportlich. Ja. Aber diese Art Maschinen, gut. Ich meine, da sind die früher mit solchen Dinger, da sind die mit 200, 300, 400 Kilometer mit Mama hinten drauf, das zum Nachbarn essen, zum Treffen gefahren. Mit Seitenwagen noch. Guck mal, ich sprühe immer. Ja, mach du mal. Du sprühst. Ja, genau. Zündung ist an. Ja. Ich krieg keinen Sprit, die Schwein. Mhm. Nochmal. Ich krieg keinen Sprit. Ja, warte, mach nochmal. Wenn wir hier mit dem Schob nochmal den mal ziehen. Nee, die kriegt keinen Sprit. Du. Na, haben wir das ja gefunden. Ja. Der Vergaser ist verstopft, Herr Schröder. Vielleicht ist die Hauptdüse dicht. Kann sowas sein? Du? Das kann sein. Aber Sie sind doch eigentlich mehr so ein sauber Mann. Da kann doch ja, aber das nicht. Kann doch mal sein. Das ist so. Ne? Nee, ich weiß nur, dass sie gelaufen ist und so. Nee, aber das ist dann wurde ich der noch mobil. Nee, wir gehen da jetzt bei. Ach nein. Natürlich. Nein. Jetzt machen wir den Vergaser ab. Ja, aber das ist alles sehr, sehr, das ist ja kein Schlauch, das ist alles sehr, Ja, nun geh mal weg da, das mache ich schon. Aber mit meinem Werkzeug. Ich darf das nicht mit dem anderen Werkzeug machen? Doch, natürlich. Ja. Aber versuch das doch nochmal, die muss doch laufen. Na gut, aber ich höre das, ich merke das doch. Ja, ich weiß. Tipp doch nochmal, bitte. Na gut. Auf jeden Fall, normalerweise müsste die jetzt schon sofort anspringen mit dem. Oder ist das Benzin auch schon so alt wie du? Das ist älter. Noch älter? Nein, das ist neu. Aber so neu auch nicht, ne? 4 Jahre.
4 Jahre alt? Ja. Nee. Ja, ja, ja. Na, haben Sie keinen Kraft mehr, Herr Feldmann? Ich habe die Zündung ausgehabt. Ach so. Ja, weißt du, was du auch machen musst? Die Kupplung muss ein bisschen anders eingestellt werden. Ja, das können wir ja. Der dreht nicht richtig durch. Jetzt ist der Motor. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Na? Nee, aber hier ist doch die Kupplung, ne? Das steht. Kann man das ein bisschen lockerer machen? Ja. Wie ist das lockerer jetzt? Lockerer? Der muss mir hier oben ein bisschen Spiel haben, weißt du? Hat er doch. Nee. Das ist sehr stramm. Wie geht das denn hier los? Du musst das rein, glaube ich. Ah, rein. Ja, ja, ja. Jetzt logisch. Wir können das immer zum Starten. Jetzt hat er lose. Guck mal siehst hier. Ist der, aber nur vom Feinsten, der Fisch. Jetzt ist er abgesoffen. Das denn? Völlig nicht. Ja, Mensch, was sollen wir sagen, Herr Schröder? Hm? 6 richtige. Genau. Bingo. Wir machen Schluss. Ja. Wir wünschen noch schöne Weihnachten gehabt zu haben. So sagt man das. Und guten Rutsch. Guten Rutsch. Moin, hier ist Meister Röhrig wieder. Jetzt geht's aber zur Sache. Mir ist immer noch wieder zu Ohren gekommen, dass das so nicht geht. Die Abonnentenzahlen sind im Keller. Und wir müssen damit höher kommen. Ich reg mich auf. Also, abonnieren unbedingt. Und was ihr noch machen sollt, die Glocke drücken. Das reicht mir jetzt. So nicht. Ich hab die Faxen dicke. Also, seht zu. Und die Kommentare, das ist mir auch zu wenig. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Nee, 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 so geht das nicht.